Hi und herzlich willkommen beim Moody Frog. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euch so ein niedliches Origami-Häschen nähen könnt. Das ist ein nicht so ganz einfaches Projekt. Man muss das Falten schon ein bisschen vorher üben. Und ja, jetzt fangen wir einfach mal an. Und am Ende des Videos, da zeige ich euch nochmal, wie ihr ganz genau den Hasen faltet an einem Origami-Papier. So, dann fangen wir mal an. Ich habe zwei Stück Stoff. Meine Maße sind 19 x 19 cm. Die Größe könnt ihr selber anpassen, nur ihr geht immer von einem Quadrat aus. Also wir legen jetzt erstmal die Stoffe schöne Seite auf schöne Seite. Wir stecken uns den Stoff fest. Der Stoff wird jetzt zusammengenäht mit einem Abstand von ungefähr 0,5 bis 0,7 cm. Und hier wird nicht genäht, hier lassen wir uns die Wendeöffnung und das mache ich mal hier. Die beiden Stoffe habe ich jetzt zusammengenäht. Jetzt müssen wir die Ecken einmal abschneiden. So, und jetzt können wir unseren Stoff einmal wenden. Den Stoff habe ich jetzt gewendet. Und jetzt müssen wir die Ecken noch gut ausarbeiten und dann wird gebügelt. Den Stoff habe ich jetzt gebügelt. Ich habe die Ecken gut ausgearbeitet. Und jetzt müssen wir knappkantig noch einmal nähen. Somit schließen wir dann auch die Wendeöffnung und das mache ich dann mal hier. Ich habe den Stoff jetzt einmal knappkantig genäht und jetzt kommen wir zum Falten. Und zwar müssen wir sehr viel bügeln. Wir falten den Stoff jetzt einmal erst über die Mitte. Falten den Stoff auseinander. Falten den Stoff bis zur Mitte. Dasselbe machen wir dann auch auf der anderen Seite. Wir falten den Stoff bis zur Mitte. Jetzt falten wir den Stoff wieder auseinander, drehen uns den Stoff und falten jetzt wieder über die Mitte. Dann wird wieder gebügelt. Jetzt falten wir den Stoff auseinander, falten wieder bis zur Mitte, bügeln den Stoff. Dasselbe machen wir dann auch auf der anderen Seite. Jetzt falten wir den Stoff auseinander und falten jetzt die eine Ecke zur anderen Ecke, bügeln uns das wieder. Jetzt falten wir den Stoff auseinander, wir drehen uns den Stoff und jetzt falten wir die andere Ecke auch einmal. Jetzt falten wir den Stoff auseinander. Jetzt nehmen wir eine Ecke und falten die Ecke bis zur Mitte. Bügeln wir uns und wir nehmen die andere Ecke und falten sie bis zur Mitte und bügeln sie dann auch. Jetzt falten wir den Stoff, haben wir jetzt fertig gebügelt, jetzt falten wir uns den Stoff bis zur Mitte auf beiden Seiten. Ich stecke mir den Stoff hier mit Klammern fest. Jetzt falte ich diese Ecke hier einmal hier rüber, dann sieht das so aus, also man faltet die Ecke einmal hier rüber. Ich stecke mir das hier auch fest und dasselbe mache ich jetzt auf der Seite. Ich nehme die Ecke und falte sie mir dann hier rüber. Die Ecke stecke ich mir auch fest. Jetzt sieht das Ganze so aus. Jetzt drehen wir den Stoff und falten uns die beiden Ohren nach oben. Dann haben wir das so.
Jetzt drehe ich den Stoff wieder um. Und falte jetzt diese Seite einmal hier rüber. Steck mir auch den Stoff hier fest. Und dasselbe mache ich auf der anderen Seite. Ich falte den Stoff einmal hier rüber. Steck mir den Stoff auch fest. Dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt drehen wir den Stoff und falten die Ohren einmal nach oben, nach unten. Die Ohren haben wir jetzt hier unten. Und jetzt müssen wir den Stoff einmal falten nach unten. Also einmal die Spitze falten wir jetzt nach unten. Das gibt dann hinterher die Hasenschnauze und die nähen wir jetzt mit 2-3 Stichen eben fest. So, und jetzt falten wir uns den Hasen jetzt so. Dann sieht das so aus und die Ohren ziehen wir uns jetzt nach oben. Hier haben wir dann den Hasenkopf. Hier sind die Ohren. Damit mir jetzt hier nichts mehr verrutscht, nähe ich jetzt die Ohren direkt schon an den Körper. Also nähe ich jetzt die Ohren hier mal eben an den Körper fest. Da reichen auch 2-3 kleine Stiche. Jetzt sind die Ohren am Körper schon fixiert. Jetzt müssen wir den hinteren Teil von dem Hasen einmal nach vorne falten. Schräg. Den habe ich jetzt einmal schräg nach vorne gefalten. Das bügele ich dann auch eben. Jetzt falte ich das auseinander. Und falte jetzt den Stoff nach innen. Einmal hinten durch. Und habe den Hasen dann soweit auch schon fertig. Und damit er jetzt nicht wieder auseinander geht, nähen wir die beiden Füße mal eben kurz fest. Also mit 2-3 kleinen Stichen nähen wir das mal eben zusammen. So. Jetzt falten wir einfach den Stoff hier wieder rein. Und schon ist der Origami-Stoffhase fertig. Und damit der jetzt, kommt ganz darauf an, auf was für eine Fläche ihr den Hasen stellt, könnte er wegrutschen. Und deswegen nähe ich hier hinten so ein bisschen den Stoff auch noch zusammen. Also auch wieder nur mit so 2-3 kleinen Stichen. Der Origami-Hase ist jetzt soweit fertig. Jetzt müssen wir nur noch die Ohren auseinanderfalten. Und die bügel ich dann auch eben ein bisschen auseinander. So, die Ohren habe ich jetzt noch ein bisschen auseinander gebügelt und schon ist der Origami-Hase fertig. Und ich finde, das ist eine sehr hübsche Tischdekoration noch. So, einen Origami-Hasen falten wir immer aus einem Quadrat. Und zwar falten wir das Papier über die Mitte, falten das auseinander, falten bis zur Mitte. Das mache ich dann auch auf der anderen Seite.
Wir falten das Papier wieder auseinander und drehen uns das Papier. Jetzt falten wir wieder über die Mitte. Falten das Papier auseinander. Jetzt falten wir einmal bis zur Mitte. Drehen das Papier. Falten dann wieder bis zur Mitte. Jetzt falten wir das Papier auseinander. Jetzt haben wir viele kleine Quadrate. Und jetzt falten wir einmal über die Mitte zur Spitze. Jetzt falten wir es wieder auseinander. Falten nochmal bis zur Spitze über die Mitte. So, und jetzt sieht das Papier dann so aus. Und jetzt falten wir eine Ecke bis zur Mitte. Und diese Ecke wird auch bis zur Mitte gefalten. Dann sieht das so aus. Das falten wir auseinander und falten jetzt die Seite wieder bis zur Mitte und die andere Seite auch bis zur Mitte. Dann haben wir das Papier so. Jetzt falten wir uns diese Spitze einmal hier rüber. Also wir falten diese Spitze hier rüber. Dann haben wir ein Dreieck. Und dasselbe machen wir mit dieser Spitze. Die falten wir dann auch hier rüber. Dann haben wir zwei Dreiecke. Und jetzt drehen wir uns das Papier und falten uns das Papier dann so. Also wir nehmen diese Spitze, falten sie nach oben und dann haben wir schon hier so kleine Ohren. Jetzt drehen wir das Papier wieder um und falten diese Ecke bis zur Mitte. Und die andere Seite falten wir dann auch bis zur Mitte. Dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt falten wir diese Spitze nach unten. Wir drehen uns das Papier und haben jetzt hier so ein kleines Dreieck. Und von dem Dreieck falten wir jetzt die Spitze nach unten. Also so. Die Spitze falten wir nach unten. Jetzt legen wir uns das Papier so hin. Hier ist jetzt die Spitze gefalten. Und jetzt falten wir uns das Papier einmal über die Mitte. Das sieht dann so aus. Jetzt halten wir uns das Papier hier fest und ziehen die Ohren nach oben. Also dann haben wir hier eine Faltung. Das ziehen wir nach oben und drücken das gut zusammen. Hier haben wir dann nämlich jetzt auch schon die beiden Ohren. Hier ist die Schnauze. Und jetzt falten wir die Ecke hinten einmal so quer nach vorne. Dann sieht das so aus. Das falten wir jetzt wieder auseinander. Und jetzt nehmen wir diese Faltung und falten sie nach innen. Also so nach innen. Und schieben uns diese Faltung hier dann nach oben. Und hier haben wir dann auch gleichzeitig schon die Hasenfüße. Jetzt müssen wir nur noch die Ohren ein bisschen auseinander drücken. Und schon ist der kleine Origami-Hase fertig.
Hat euch mein Video gefallen, dann wünsche ich euch sehr viel Spaß beim Nachnähen und Nachbasteln.